Hier müssen wir jetzt erstmal anfangen, was soll denn passieren, wenn der Button gedrückt wird. Also if so, dann wir haben es ja mit Post übertragen, also Post und dann der Name. Das war, glaube ich, Login Phishing, ne? Quatsch, so nicht. Phishing, so. Dann hätten wir das schon mal. So. Das ist also eine If-Abfrage. Wird der Button betätigt, also Login Phishing, dann soll das passieren, was jetzt hier gleich noch geschrieben wird. So, was soll denn passieren? Wir müssen erstmal den Namen müssen wir definieren. Das ist nämlich gleich das, was übertragen wird im Post. Also Name ist, wie haben wir das den genannt? Name Phishing, ne? Phishing, so. Wichtig dahinter ist immer dieses Semikolon, weil sonst haben wir hier einen Fehler. Und als, wir machen einfach mal PW, wir sind faul, wir wollen nicht so viel schreiben. Da definieren wir einfach mal Post. So. Und da hatten wir dann Passwort Phishing genommen, ne? Müsste so gewesen sein. Login Phishing, gucke ich mal nach. Login Phishing, genau. Passwort Phishing und Name Phishing. Es kommt halt immer auf den Namen drauf an, der hier definiert ist als Attribut. Auf das Attribut greifen wir halt hier zurück. Genau. So. Dann brauchen wir natürlich noch die IP, hatten wir gesagt, von dem, der sich gerade einloggt. Die können wir ganz einfach abfragen und zwar mit $Server. Dann einmal hier wieder diese eckigen Klammern. Und wieder dieses Semikolon natürlich dahinter. So. Und dann Remote Address. Das müsste so funktionieren, glaube ich zumindest. Müssen wir dann mal schauen. So, dann brauchen wir noch die SQL-Verbindung. Was soll denn getätigt werden? Also, wir wollen in die Datenbank etwas eintragen. Also insert into phishing accounts, also jetzt hier den nicht den Datenbankname, sondern die Tabelle, die wir ansprechen wollen. Und da soll der Name eingetragen werden, das Passwort und die IP. So. Zack. Values, also Values, das, was wir jetzt einfügen wollen in der Datenbank für den Namen, das Passwort und die IP. Also was wir jetzt für die drei Dinge einfügen wollen. Das wäre, müssen wir erstmal die Klammer aufmachen und wieder zumachen. Und dann fangen wir mal an. Das wird natürlich als wieder durch ein Komma getrennt und den Name, den wir oben definiert haben, dann natürlich noch das PW, wieder ein Komma und dann noch die IP. So, das müsste so funktionieren. Dann, ich nenne es mal eintragen, damit es auch eingetragen wird, MySQLi. Query und dann die Datenbank, die wir im anderen Skript schon definiert haben und natürlich SQL. So, dann wird das Ganze auch eingetragen und jetzt müssen wir noch die Datenbankverbindung schließen und dann müssen wir noch angeben, welche Datenbankverbindung geschlossen werden soll. Das ist natürlich die DB. So, dann hätten wir das soweit erstmal ja, geschrieben, würde ich sagen. Die Klammer wird hier oben geschlossen, ja super. Müsste auch soweit alles funktionieren, wenn ich mich hier jetzt nirgendwo verschrieben habe. Hier oben sehe ich gerade, habe ich einen kleinen Rechtschreibfehler. Insert muss das natürlich heißen, weil sonst funktioniert das Ganze hier nicht. So, dann speichern wir das, laden das wieder hier hoch. Zack. Und dann probieren wir das Ganze doch mal aus, würde ich sagen. Zack. Hier haben wir unser Control Panel. Geben wir unseren Namen ein, nennen wir Calais, Passwort. Test 123, gehen auf Login und jetzt müssten unsere Daten in der Datenbank vorhanden sein. Schauen wir doch mal nach. Phishing-Accounts und hier haben wir einen Datensatz drin. ID 0, Name Calais, Passwort, Test 123 und meine IP. Es wird also alles hier so eingetragen, ja, wie es sich gehört. So, jetzt ist die finale Frage.
Ja, ich komme jetzt natürlich wieder auf meine Seite hier zurück. Wie mache ich das, dass ich jetzt auf der richtigen Seite bin?